Lesung aus dem Buch Amos. Hört dieses Wort, die ihr die Armen verfolgt und die Gebeugten im Land unterdrückt. Ihr sagt, wann ist das Neumondfest vorbei, dass wir Getreide verkaufen? Der Schabbat, dass wir den Kornspeicher öffnen können? Wir wollen das Hohlmaß kleiner und das Silbergewicht größer machen. Wir fälschen die Waage zum Betrug, um für Geld die Geringen zu kaufen und den Armen wegen eines Paars Sandalen. Sogar den Abfall des Getreides machen wir zu Geld. An jenem Tag, Spruch Gottes des Herrn, lasse ich am Mittag die Sonne untergehen und breite am helllichten Tag über die Erde Finsternis aus. Ich verwandle eure Feste in Trauer und all eure Lieder in Totenklage. Ich lege um alle Hüften das Trauergewand und schere jeden Kopf kahl. Ich bringe Trauer über das Land, wie die Trauer um den Einzigen, und das Ende davon wird sein wie ein bitterer Tag. Siehe, es kommen Tage, Spruch Gottes des Herrn, da schicke ich Hunger ins Land, nicht Hunger nach Brot, nicht Durst nach Wasser, sondern danach, die Worte des Herrn zu hören. Dann wanken sie von Meer zu Meer, von Norden nach Osten ziehen sie, um das Wort des Herrn zu suchen, doch sie werden es nicht finden. Wort des lebendigen Gottes. Nicht nur vom Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Nicht nur vom Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Selig, die seine Zeugnisse bewahren, ihn suchen mit ganzem Herzen. Ich suche dich mit ganzem Herzen. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Nicht nur von Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Meine Seele verzehrt sich vor Verlangen nach deinen Entscheidungen alle Zeit. Ich wähle den Weg der Treue. Deine Entscheide stelle ich mir vor Augen. Nicht nur vom Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Siehe, nach deinen Befehlen habe ich Verlangen. Durch deine Gerechtigkeit belebe mich. Meinen Mund tat ich auf und lechzte. Nach deinen Geboten habe ich Verlangen. Nicht nur vom Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. The Lord be with you. And with thy spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Amen.
As Jesus was walking along, he saw a man called Matthew sitting at the tax booth, and he said to him, "Follow me." And he got up and followed him. And as he sat at dinner in the house, many tax collectors and sinners came and were sitting with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they said to his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" But when he heard this, he said, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. For I have come to call not the righteous, but sinners." The Gospel of the Lord. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sah Jesus einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm: "Folge mir nach." Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Und als Jesus in seinem Haus bei Tisch war, siehe, viele Zöllner und Sünder kamen und aßen zusammen mit ihm und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern: "Wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen?" Er hörte es und sagte: "Nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht und lernt, was es heißt: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder." In the first reading from Prophet Amos, we heard about hunger. In der ersten Lesung aus dem Buch Amos haben wir über den Hunger gehört. What hunger did you hear about? Can you say? Habt ihr behalten, um welchen Hunger ging es da? Hunger for the word of God. Hunger for the word of God. Ja, es ging um den Hunger nach dem Wort Gottes. I'm sure in Germany there is no hunger for pane. Also, ich bin mir ganz sicher, in Deutschland gibt es keinen Hunger nach Brot. Yes? Stimmt das? But is there hunger for word of God? Aber gibt es einen Hunger nach dem Wort Gottes? No? Yes? Ja oder nein? Less. Yes, there is hunger. Jesus saw a man and he understood that he was hungry. Jesus sah einen Mann und er hat verstanden, dass dieser Mann Hunger hatte. In the gospel we saw a man, right? Im Evangelium haben wir von diesem Mann gehört, stimmt's? Who was that man? Wer war das? Who was hungry? Matthew. Matthew was hungry? Do you think he was hungry? Matthäus war hungrig. Wonach hatte er Hunger? Was he a poor man? War er arm? Then what do you think he is hungry? Aber was denkt ihr dann, wonach hatte er Hunger? All right, so Jesus understood that in Matthew, though he was well fed, there was a hunger. Also Jesus hat gesehen, dass der Matthäus Hunger hat, obwohl es ihm eigentlich äußerlich gut ging. He discovered that hunger. Jesus hat diesen Hunger entdeckt. And therefore he called him. Und deswegen hat ihn gerufen. And he spoke to him. Und hat zu ihm gesprochen. And told him. Und sagte zu ihm: "You come follow me."
Komm, folge mir nach. Your hunger will be completed. Dann wird dein Hunger gestillt sein. You will be satisfied. Dann wirst du zufrieden sein. You will go out smiling. Dann wirst du mit einem Lächeln davon. Your life will change. Dein Leben wird sich verändern. Did this happen? Ist es geschehen? Ja. Yes. Today Jesus looks at us and says the same thing. Und heute schaut Jesus uns an und sagt genau dasselbe. My friends of world, meine lieben Freunde hier in Werl, you are not hungry for normal bread. Ihr habt keinen Hunger nach dem ganz gewöhnlichen Brot. But there are certain hungers within you and within me. Aber es gibt einen anderen Hunger in euch und in mir. And I am capable of satisfying that hunger. Und ich bin gekommen, um euch diesen Hunger zu stillen. And I want to achieve it through my word. Und das werde ich vollbringen durch mein Wort. I will give you my word. Ich werde euch mein Wort schenken. This word will become flesh in your life. Und dieses Wort wird in eurem Leben Fleisch werden. And your hunger will be satisfied. Und euer Hunger wird gestillt sein. This is the mercy that God shows to us. Das ist die Barmherzigkeit, die Gott uns heute zeigt. He shows his mercy to us by giving us his word. Er zeigt uns seine Barmherzigkeit, indem er uns sein Wort schenkt. And therefore we should be eager to receive that mercy. Und wir sollten wirklich darum bemüht sein. This is the only way to satisfy. This is the only way to satisfy my hunger. Das ist der einzige Weg, um meinen Hunger zu stillen. He saw the hunger in my eyes. Er sieht den Hunger in meinen Augen. He saw the tears in my face. Er sah die Tränen in meinem Gesicht. And in his mercy, he is giving me his word. Und aus Barmherzigkeit schenkt er mir sein Wort. I need to recognize this truth. Diese Wahrheit muss ich erkennen. And receive every word. Und jedes Wort empfangen. That Jesus is giving us. Jedes Wort, das Jesus uns schenkt. In the last phrase of the gospel, Jesus makes known his mission. What is his mission? Und in den letzten Sätzen des Evangeliums lässt Jesus uns erkennen, was sein Auftrag ist. Was ist sein Auftrag? I desire mercy. Barmherzigkeit will ich, sagen. Not sacrifice. Nicht Opfer. I have come. Denn ich bin gekommen. To call, not to call the righteous. Nicht um die Gerechten zu rufen. But to call sinners. Sondern um die Sünder zu rufen. And we are those sinners. Solche Sünder sind wir. We are those people who are estranged from their relationship with God. Wir sind diejenigen, die von dieser Beziehung von Gott abhängig sind, die diese Beziehung mit Gott brauchen. We are those people, those actors. Wir sind diese Akteure. Who said? Die sagen. Many times in our life. Ganz oft in unserem Leben haben wir das gemacht. I will play my ego drama. Ich werde mein eigenes Ego Drama spielen. You play your drama in heaven. Du kannst dort im Himmel dein. I have nothing to do with you. Theo Drama spielen. Ich habe mit dir. I will decide for myself. Ich kann für mich selber entscheiden. I know what to do. Ich weiß, was ich zu tun habe. I know how much money I have. Ich weiß, wie viel Geld ich in der Tasche habe. I know how to fulfill my dreams. Ich weiß doch, wie ich meine Wünsche erfüllen kann. But at the end of our life, aber am Ende unseres Lebens, we recognize, da werden wir erkennen, of course, through the mercy of God, natürlich auch durch die Barmherzigkeit Gottes, there is a hunger, dass da immer noch dieser Hunger ist. This world cannot satisfy. Ein Hunger, den die Welt uns nicht befriedigen kann. Jesus saw that hunger. Und Jesus sah diesen Hunger. And he told me. Und er sagt zu mir. My son. Mein Sohn. My daughter. Meine Tochter. Come to me. Komm doch zu mir. Come to im Eucharistic Flamen. Komm zur eucharistischen Flamme. I will give you my word. Ich werde euch mein Wort geben. I'm here to feed you. Um euch hier zu nähren. I'm here zu nähren, to bless you. Um euch zu segnen. I'm here to collect your tears in the bottle. Um eure Tränen in meinem Gefäß aufzufangen. I don't want your tears to fall to the ground and to be desecrated. Ich möchte nicht, dass eure Tränen einfach so auf den Boden fallen, versiegen kann. Your tears are precious to me. Eure Tränen gehören mir. And that's why we have come here. Darum sind wir hierher gekommen. Let us be assured. Lass uns da ganz sicher sein. That Jesus is going to feed us. Dass Jesus uns jetzt nähren wird. Through his body and blood. Durch sein Fleisch und sein Blut.
his body and blood means the word of God become flesh. Und dass er uns mit seinem Fleisch und seinem Blut nährt, heißt, dass das Wort Gottes Mensch geworden ist. Receiving Jesus in the Eucharistic form today, heute empfangen wir Jesus in dieser eucharistischen Form, is also my willingness, das ist auch mein shows my willingness, readiness, das zeigt meine Bereitschaft, to be in communion with his word, dass ich in Gemeinschaft mit seinem Wort lebe, by following the word of God, indem ich das Wort Gottes befolge. Let's ask our blessed mother, und bitten wir jetzt die Mutter Gottes, let's seek the intercession of Saint Joseph, und wir bitten um die Fürsprache des heiligen Josef, and all other patron saints of him, Eucharistic Flamme, und alle Patrone der Eucharistischen Flamme. Who are your patron saints here? Of the house, Alois, yeah. Alois, and Sister Lucius. Patron of John Paul II. John Paul II. Special patrons, St. John Paul II and St. Aloysius. Also in besonderer Weise den heiligen Alois, Aloysius und Johannes Paul II. And who is the patron of Germany? Special patron of Germany? Gibt es einen Patron von Deutschland? Yes, Bonifatius. Holy? Bonifatius. Ah, Bonifatius. He's, okay, good. Martyr and Bishop and Martyr Bonifatius. Bishop und Märtyrer Bonifatius. Wonderful. So we seek all their intercessions that we can satisfy our hunger and grow out of this Eucharist and this beautiful service that we have this evening as people satisfied, people full of joy and contentment. Also um diese Fürsprache aller dieser Heiligen bitten wir, dass wir Jesus hier in seinem Leib empfangen, dass er unseren Hunger stillt und wir als frohe, lächelnde Menschen diese Eucharistiefeier heute verlassen. I invite you all to spend few minutes in silence. Und ich lade euch jetzt ein, einige Minuten in Stille zu verbringen. And bring into mind the word that you received. Und ruft in euer Gedächtnis zurück das Wort, das ihr heute hier empfangen habt.